So Leute, willkommen zurück und ja, puh, ich bin so am Ölen, Mann, ohne Scheiß, bin hier wieder kilometerweit hergelatscht und werde heute mal hier probieren, ein paar Fische an Land zu ziehen. Mit einem wäre ich auch schon happy. Ja, Wetter ist top, Sonne scheint, also ich bin viel zu warm angezogen, wir sehen diesen dicken Pulli an, noch hier die Weste, boah, weiß nicht. Naja, jetzt bin ich da. Jetzt werde ich den Spot mal hier so ein bisschen anschauen. Ein bisschen besten ist, aber ich vermute mal in die Richtung. Machen wir aber erstmal direkt was zu frühstücken. Ich habe außer ein bisschen Restsalat von gestern habe ich noch nichts gegessen heute. Und es wird höchste Zeit. Deswegen ja, bis gleich. Also so, meine Lieben, was gibt es heute auf der Gabel? Ja, endlich mal was Frisches. Nichts aus der Dose oder so. Das wird auch jetzt viel öfter kommen, also entweder werde ich was vorkochen zu Hause, irgendwas Geiles, oder halt direkt frisch kochen. Ist halt immer so, ja, davon abhängig, ob man da irgendwie über Nacht bleibt oder nicht. Die Produkte sollen ja nicht schlecht werden. Diesmal sind wir nur einen Tag da, ich habe mir gerade Tickets da hinten besorgt für Comino. Morgen geht es nach Comino endlich. Ich freue mich sehr. Und ja, davor wollte ich, weil es halt zwei Tage sind und die Pilze wären auf jeden Fall schlecht geworden. Die Kartoffeln wahrscheinlich nicht, aber ich dachte mir trotzdem, ja, machen wir mal so eine kleine Restepfanne. Hier, keine Ahnung. Ein paar Kartoffelchen. Das sind die jungen Kartoffeln, die brauchen wir nicht schälen. Kommen einfach so rein. Dann habe ich hier schon vorgeschnitten, ja, Pilze, ganz normale Champignons gefiddelt. Eine Zwiebel haben wir, eine kleine, natürlich eine Zitrone wie immer. Als Geheimzutat Marmite. Also so ähnlich wie das australische Vegemite. Ist halt so ein ganz, ganz ultrasalziges Zeug. Also das ist so verschiedenstes Gemüse, aber richtig, richtig, ja, zu einem Konzentrat runtergekocht. Also ich stehe voll drauf, ich schmiere das auch aufs Toast, dann eine Scheibe Käse. Beste Leben. Außerdem sagt man in Australien, wenn ihr das isst morgens, dann lasst euch die Mücken in Ruhe. Das ist tatsächlich so. Also ich habe damit gute Erfahrungen gemacht in Australien. Kann ich empfehlen, ist super gesund. Nicht zu viel davon, also nicht so, keine Ahnung, zwei Finger dick wie Nutella oder sowas, sondern ganz dezent, dann mit einer schönen Scheibe Käse. Perfekt auf Toast und auf normalem Brot. So, als erstes schneiden wir mal die Kartoffelchen. Einfach. So, Leute. Eine Sache hatte ich eben vergessen. Eigentlich habe ich mir so eine kleine Flasche Olivenöl so für solche Geschichten besorgt. Habe aber dann gedacht, ey, ich werde eh diese Filets diesmal an der Angel ausprobieren, ob die Fische darauf beißen. Und da ist halt ein bisschen Öl drin, ne? Und ich dachte, wozu das Ganze verschwenden? Und ja, damit braten wir die Kartoffeln jetzt erstmal an. Dann, wenn es sich ein bisschen reduziert hat, kommt die Zwiebel rein. Und dann die Pilze direkt hinterher. Jetzt, das Ding ist halt winzig. Ich hoffe, das reicht. Dass ich mich da. Oh, Scheiße. Da ist ein bisschen was flöten gegangen. Aber da ist schon ordentlich Öl drin. Also sollte für die Kartoffelchen reichen. Schuss daneben gegangen und shit. So, weil es so geil ist, probieren wir direkt mal ein so ein Ding hier. Ich habe so Hunger. Ja. Hey. So sieht das Ganze aus. Ultra salzig. Aber anscheinend stehen die Fische drauf. Habt ihr letztens einen gesehen, der hat das wahrscheinlich auch gemacht oder irgendeinen anderen Dosenfisch in Öl. Der hat das Öl hier ins Wasser, also es war nicht hier, es war ein bisschen weiter da hinten, hat er ins Wasser gekippt. Und da war da übel so ein schmieriger Film drauf, ihr kennt das, wenn man Öl ins Wasser tut, ist ja so diese Regenbogenfarben halt, ne? Das sah auf jeden Fall nicht gut aus, aber weiß ich nicht, ne? Viele Angler tun ja auch Fischöl irgendwie verstreuen oder ins Wasser gießen.
weiß nicht, ob das derselbe Effekt ist, keine Ahnung. Aber ja, ich werde es auf jeden Fall nicht machen, weil ich brate lieber meine kleinen Kartoffelchen da drin. So, was wir jetzt machen ist, wir tun einen Schluck Wasser rein. Wasser. Das mit dem Öl war übrigens die perfekte Ration. Jetzt kommt die Geheimzutat. Und zwar kommt dann ein dicker Löffel von dem Zeug rein. Dann kriegt das Ganze so eine richtig geile braune Farbe. Also, boah. Vor allem, wenn ich mir so eine Pilzpfanne mache, da kommt immer so ein Löffel davon rein. Es gibt das Ganze noch mit Beef-Geschmack. Also mit Rinder, so richtig Rinderbouillon, so richtig dicker. Je nach Laune. Mal dies, mal das. Aber heute sind wir ein bisschen vegetarisch unterwegs. Okay, außer das Fischöl, die kleine Sardine, die ich genascht hatte. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, also es ist schon ordentlich. Ich auch kein Salz und Pfeffer mit habe, aber natürlich dafür die Chili-Soße, die Habanero-Soße. Ja, da braucht man kein Salz, kein Pfeffer. Obwohl Pfeffer wäre eigentlich ganz geil, aber Salz durch diese Marmite-Geschichte braucht man da absolut kein Salz. Geil. Dann noch mit Zitrone. Boah. So, jetzt hauen wir auch schon direkt mal unsere Pilze rein. Boah, das wird ja fest mal hier. Das wird echt. Ich hoffe nicht zu viel. Also ich bin zwar den ganzen Tag heute hier, aber ja, die Pilze und so, die reduzieren sich ja noch. Die Kartoffel ein bisschen. Dann eigentlich noch die Zwiebel. Boah, da kannst du ja eine ganze Fußballmannschaft mit satt machen. Aber egal. Muss ja nicht alles auf einmal essen. Ne? So, die Zwiebelchen sind auch drinne. Umrühren das Ganze. Ich frage mich auch, was die ganzen Bootsfahrer denken, was das hier für eine Küche ist. Denken sich doch auch, der kocht hier was ganz anderes. So, jetzt kommt da die schöne Zitrone rein. Boah, das ist ein bisschen voll zu freuen, ein bisschen. Thank you.
So. Zitrone hier, Hände und Kopf jetzt. T-Shirt. So, jetzt fischen wir aber mal kurz die Kerne raus, die da reingekommen sind. Jetzt gibt es erstmal schön die Pepper Sauce ordentlich rein. Muss reichen. Schwitzen gekommen, ja. So, probieren wir hier mal ein kleines Pilz hier. Einfach tausendmal geiler, auch wenn es so simpel ist, als wie diese komischen Dosengeschichten da. Ich habe zwar mein halbes Zimmer noch voll mit irgendwelchen Raviolis und so stehen. Ja, die werde ich wahrscheinlich mit nach Comino nehmen. Morgen. Ja. Aber in Zukunft wird es eher so eine Kochgeschichten geben draußen. Oder Grillgeschichten, definitiv. Tausendmal geil, ohne Scheiß. Wo will er denn hin? Oh, was ist das denn hier für ein Loch? Krass. Oh Mann, jetzt habe ich vor lauter Aufregung hier Knoblauch vergessen. Ich komme noch zwei so eine große, eine so eine kleine rein. Dann lassen wir das Ganze noch ein bisschen köcheln. Also der Knoblauch hat einiges ausgemacht, also bloß nicht den Knoblauch vergessen. Ja, also schmeckt wunderbar, definitiv. Kann man machen. Aber ich denke, in nächster Zeit werden mir schon noch geilere Gerichte einfallen, die wir machen. Also folgendes Prinzip. Also hier eine ganz normale Schnur. Dann habe ich hier so einen Haken dran gemacht. Das hat mich eine halbe Stunde irgendwie gekostet. Unten haben wir ein kleines Gewichtchen. Vielleicht benutzen wir später ein größeres. Haben wir, also das hier 20 Gramm. Weil so weit will ich hier auch nicht raus. Ich fahre, ich kann auch die Gewässer nicht. Ich habe keine Ahnung, ob direkt da irgendwelche Hänger passieren, wenn ich, weiß nicht, wenn ich direkt hier mit so einem Klopfer hier ankomme. Ein schönes Stück Sardelle. Bin gespannt, ob das bei ist. Also ich hätte auch Tintenfisch mitnehmen können, aber den will ich mir aufsparen für. Ach du Scheiße, das Ding hält ja überhaupt nicht am Haken. Nee, ne? Oder habe ich nur eine komische Stelle da erwischt? Ziemlich bröcklich aus, das Ganze hier. Naja, wir probieren es mal. Also viel Versprechen tue ich mir davon jetzt ehrlich gesagt nicht. Das wird nichts. Der bleibt da nicht hängen, aber ich werde die jetzt einfach hier so vorne reinschmeißen. Vielleicht bleibt das Ding dann hängen.
So Leute, also Sardellen auf jeden Fall kompletter Flop. Ja, die fallen einfach ab irgendwann. Oder wenn du halt zu doll reinwirfst, fallen die schon direkt ab. Die werden jetzt hier gegessen und jetzt wird auf anderen Köder geangelt. So, ich habe jetzt den hier wieder, meinen alten bekannten Freund, rangehauen, weil ich es auf jeden Fall mit denen nochmal weiter versuchen will. Ja, mal gucken. So Leute, also es wird hier einfach nichts beißen, keine Ahnung, ich habe es in alle Himmelsrichtungen versucht, na gut, also ins Landesinnere natürlich nicht, aber dahin, überall, von da hinten angefangen, dahin. Ich warte jetzt einfach auf die Dämmerung, vielleicht ändert sich da was. Ansonsten breche ich nach Hause auf, mach mich fertig für morgen, Comino. Ich hoffe, da läuft es besser, ey, ohne Scheiß. Aber da werden wir auch, ja, wahrscheinlich den ersten ganzen Tag, die ganze Nacht auf Oktopus oder Tintenfisch gehen. Cuttlefish, was auch immer. Ja, da muss was gehen, ohne Witz. Ich glaube, das reicht für heute. Wir haben es probiert. Vergeblich. Ja, egal. Dafür morgen fit sein. Weil morgen werde ich auch meine Spezialwaffen raushauen. Und ja, also mein Mitbewohner hat gesehen, wie am helllichten Tag da ein Oktopus rausgezogen worden ist und Kalamaris etc. Dementsprechend, ja, mache ich mir da schon ein paar kleine Hoffnungen. Ansonsten, wie gesagt, ich hatte keinen Bock hier meine neuen Spezialköder einzusetzen, weil ich ja nicht riskieren wollte, die vor Comino schon zu verlieren. Irgendwann verliert man die immer, so ist es ja beim Angeln, aber
erstmal geht's jetzt wieder nach Hose da oben hin. Und ja, weiß nicht, wir haben lecker gegessen. Das Wetter war sehr gut, schon mal ein bisschen Farbe bekommen. Aber bei mir sieht man es erst am nächsten Tag. In diesem Sinne, Leute, danke fürs Zuschauen. Das Beste daran ist, ihr könnt mich auf dem Weg zum Profi-Angler verfolgen. Also ich habe absolut keine Angelerfahrung gehabt vor Malta, außer in Australien, aber das ist halt, wie gesagt, was anderes. Da schmeißt das Ding rein, da hast du drei Fische am Haken. Das ist hier schon mal ein ganz anderer Schnack. Ja, von daher, ich schaue mir den ganzen Tag YouTube-Videos an, um mir da ein paar Tipps abzuholen. Wenn ihr richtig geile Angelvideos sehen wollt, schaut euch zum Beispiel deinen Lieblingsangler an, der lebt auf Mallorca. Und ja, der macht geile Catch-and-Cook-Videos. Also eigentlich in jedem Video kocht danach auch den Fisch oder Oktopus, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall sehenswert, der Kollege, definitiv. Ja, aber vertraut mir, meine Zeit wird hier auch noch kommen. Ob dieses Jahr, ob nächstes Jahr, übernächstes Jahr, ist mir scheißegal. Probier es, bis es klappt.